heute zu Gast bei uns im Vlog, Leute. Crispy Wop und Noah und Yesin. Digga, der war nicht geplant. Achso, natürlich spielen wir noch mit Chris Burpen. Wer bin ich? Wer am Ende gewonnen hat, seht ihr im Video. Good morning, YouTube. Good morning, Light Gang. Bisschen wenig geschlafen vielleicht. Heute geht es in einen neuen Tag von unserer Podcast-Aufnahme. Ich habe gesprochen wie ein Radiomoderator. Da fahren wir jetzt raus mit dem Fahrrad. Der Kackvogel ist auch mit von der Partie. Wie geht's euch? Ich bin immer bereit für euch, wenn ihr mich wollt. Dann los. Achso. Wir sind in der dritten Staffel von unserem Podcast Chaos für Anfänger. Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen zur neuen Folge Chaos für Anfänger. Jetzt mal ehrlich. Und guckt euch doch mal bitte dieses Studio an. Wir brauchen noch ein bisschen Konfetti. Hör mal. Und ihr seid jetzt mal exklusiv dabei, wenn wir Behind the Scenes haben. Jetzt sitz mal schön. Wir halten weiter zur Nord, unser Newsreporter. Okay, ja, was passiert heute? Hallo, liebe Leute. Wir holen den jetzt ab, den jungen Mann. Mach die Hose schnell zu. Was geht ab? Herzlich willkommen in der Manege. Schönen guten Tag. Okay, also ab jetzt heißt es, konzentrieren, ordentlich und professionell sein. Also all das, was wir nicht haben, müssen wir jetzt abrufen. Wirklich. Kannst du noch einmal mehr sagen? Sieht super aus, jetzt gebe ich dir 5 Schocken. Terry, du musst ein Gasgeber sein. Frag mal, ob die was trinken wollen. Achso, wegen Trinken. Achso, scheiße. Wollt ihr was trinken? Ich nehme gerne ein Wasser. Wasser? Es hat geklappt. Wasser. Gut. Nehme ich jetzt aus der Leitung oder nehme ich die jetzt? Warte mal, mein Ohr. Ich habe keine Ahnung, was jetzt. Jungs, habt ihr vielleicht Bock auf eine Runde? Wer bin ich? Hallo, ich sag dir so, wie es ist mit Crispy Wop und Noah Bibel spielen, ist eh viel cooler. Achso, macht überhaupt Sinn mitzumachen? Was kann man denn gewinnen eigentlich, Jerry? Der Gewinner kriegt die Manege. Cool. Oh. Also nur deutsche Creator. Ich habe jetzt den Namen drauf geschrieben, aber den Künstlernamen kennt ihr auch. Ich folge 1500 Leuten, fällt niemand davon ein. Keine einzige Sau. Da bist du doch sofort drauf gekommen. Sorry, du spielst mit uns. Wir hätten uns erstmal ein halbes Jahr darauf vorbereiten müssen, dass wir das Spiel heute spielen. Wir drehen jetzt um in 3, 2, 1. Was an? Ich leg das ab. Du schaust dir die an. Achso, das habe ich auch selber geschrieben. Okay, ja, okay. Das ist auch nochmal der. Bin ich männlich? Ja. Ist mein Hauptfokus YouTube? Ja. Habe ich über 1 Million Abonnenten? Ja. Habe ich dieses Jahr schon ein Video hochgeladen? Ja, habe ich ja geguckt gestern noch. Ja, hast du das eingegrenzt? Oh, scheiße, ich Idiot. Nee, ich habe vor 2 Monaten geguckt. Habe ich Tattoos? Vielleicht da, wo man sie nicht weiß, okay. Aber sonst nicht nein. Offensichtlich. Nein. Okay. Bin ich ein Junge? Nein. Nein. Ende. Bin ich ein Junge? Ja. Ist YouTube auch mein Hauptgame? Ja. Ja. Ja, mir fallen noch keine Fragen mehr ein. Das war auf jeden Fall das Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen nach oben da. Mach ich eher so Lifestyle-Content? Nee. Also, eigentlich gar nicht. Nee. Nicht Lifestyle. Dreh ich Reactions? Nee. Okay, also nein. Ich bin nicht bekannt für Reactions. Nein. Mach ich YouTube? Ja. Aber ist nicht dein Hauptfokus. Mein Hauptfokus ist was? Was ist denn eigentlich der Hauptfokus? Mach ich Comedy? Ja. Ja, bin ich über 25? Ja. Gucke ich seine Videos? Mm-mm. Oh ja, super. Ich drehe so Reaction. Nein, nicht dieses typische Reaction. Okay. Du kriegst noch mehr Hinweise. Noah, wir haben aber auch die Manege schließt ja irgendwann. Bin ich über 30? Nee. Das ist gut, damit kann ich ganz viele schon mal... Okay. Bin ich Starlet Nova? Nee. Nein. Ah, oh, fuck. Bin ich aber eine Twitcherin? Das ist eine nächste Frage, ja. Kollege. Was sind da nicht bei Wünsch dir was? Ja. Mach ich noch aktuell Videos? Nee, gerade nicht. Bin ich tot? Wirklich nicht. Bin ich für das, was ich tue, auch so richtig bekannt? Ja. Bin ich Varion? Nee. Bin ich eine Streamerin? Nein. Boah, leckt euch wirklich. Hol mir das Ding jetzt nach Hause. Achtung, pass auf. Und zwar keine Videos mehr. Bin ich Emra? Nein. Uh-uh. Ich weiß, ich habe gerade keine Strategie, wie ich näher an ein Bild komme. Bin ich bekannt für qualitativ hochwertige Videos? Alles außer das. Ich will jetzt natürlich nicht von, aber es ist einfach seine Art. Ja, gut. Ja, ich war's doch im Vor. Eine TikTokerin? Nee, ich weiß, wer ich bin. Und? Bin ich Luca Conquifter? Nein. Nein. Ah, ich dachte, jetzt habe ich es im Urin gehabt. Mag ich essen? Nein. Bin ich eine Sängerin? Nein. Bin ich Lisa Küppers? Du kannst nur eine Frage stellen. Okay, wollen wir mit Tipps anfangen? Ja. Nein. Okay. Chef hat gesprochen. Gut, wir bleiben so, wie wir sind. Habe ich über 2 Millionen Abonnenten? Ja. Zockig. Hast mal angefangen damit, ja. Komme ich aus Köln? Nein. Ja, überleg mal jetzt. Wenn ich jetzt sage, ist eine Instagramerin? Nein. Dann also es macht natürlich Instagram, aber es ist nicht der Fokus. Was kann sie denn machen, wenn sie kein Onlyfans macht, kein TikTok macht, kein Instagram macht und kein Twitch macht? Ja, das ist ja das Rätsel für dich tatsächlich. Deshalb hast du den Namen. Hey, Überraschung. Vielleicht schaust du dich mal um. Valeria? Nein. Ja. Hast du mit der Person schon öfter gedreht? Ja. Hast du mit der Person im Haus gewohnt? Nein. Jetzt bin ich raus. Oh, komm schon. Komme ich aus Hamburg? Nein. Oh. Bin ich selten, Sandra? Ja.
Bin ich ein Essens-Creator? Nein, aber Essen kommt auch viel vor. Du hast auch viel mit Essen gemacht. Ja, ja. Also ist schon ein großer Bestandteil. Bin ich... Wie heißt du nochmal? Du bist nicht Nico. Oder warte mal. Oder ich, ach, ich hab's vertauscht. Nein, alles gut. Bin ich, Max Pane? Nein. Komme ich aus Berlin? Nein. Ist aber auch nicht aufgepasst so, ne? Manchmal in der Schule. Hä? Ich? Bin ich Dima? Nein. Ja, wie kommst du da hin? Weil der mit Smiley Videos dreht mit Essen. Du bist so viel näher als ich. Ich bin so weit weg. Ey, manchmal sagt man die Namen und man vergisst, was man gesagt hat. Ich fühle mich so dumm gerade. Er mag Pflanzen. Bin ich Unge? Nein. Ich will selber gewinnen, Mann. Okay, Karl S. war mal ein richtig guter Freund. Bin ich InScope 21? Ja! Das ist Karl S. Wann habe ich denn InScope genannt? Du hast Nico gesagt. Ach so. Oft in Kombination mit Julia Beautics unterwegs. Den haben wir mal im Ikea getroffen. Chewy's Jungle. Yes. Mein Gott, und ihr habt euch das bis zum Schluss angeguckt. Heilige Maria. Wir machen einfach beim nächsten Mal Sachen, die wir vielleicht besser können. Ich fand's voll einfach. Ich hoffe, euch hat gefallen. So, jetzt mal ganz kurz durchatmen. Chris Rob ist jetzt weg. Wir richten jetzt wieder das Set her. Und jetzt geht's in die nächste Folge. Jetzt kommen Noah, Miguel und Yasin Karim. Was machst du so, wenn du dich so auf die Folge vorbereitest? Was ist so? Mal schauen, was die Leute vorher gemacht haben. Und natürlich kennen wir die meisten Personen ja auch, mit denen wir aufnehmen. Also auch persönlich. Wer ist denn eine Ex-Freundin? Das interessiert mich eigentlich auch immer brennend, weil ich bin auch euer Gossip-Experte. Du würdest einfach nur wissen, wer von Yasin die Ex-Freundin ist, um ab zu checken. Genau, die Konkurrenz ausschalten. Ja. Wer ist denn das da? Herzlich willkommen, der Kult von diesen Leuten. Ja, alles gut. Ein großes Problem, ich glaube, wir müssen ihn wieder wegschicken, weil was ein Manege ist. Das ist so krass. Sag noch einmal, bevor wir uns auch immer fürs Video einfach, sag noch einmal krass. Das ist so krass. Ja. Das ist mein Nachdruck. Das trinken wieder, das Ding, ne? Wollt ihr was trinken? Nein, ich muss erst noch. Schade. Schade, dass ich das jetzt nicht machen muss. Oh Mann, ey. Naja, gut. Oh, Scheiße, Leute, ich muss euch doch noch irgendwie, hat das Wichtigste erzählen, was gerade so passiert. Und zwar bin ich gerade kurz davor, Onkel zu werden. Und mein Bruder liegt jetzt gerade schon mit seiner Frau, also die liegen zusammen im Krankenhaus, ist ja klar. Und das Kind ist einfach so langsam kurz davor da zu kommen. Ich sag euch ehrlich, für mich gerade ist es, ja, ich habe es auch mal meiner Mutter geschrieben, wie so der Stand der Dinge ist. Ich mache hier gerade eben mal so Podcast und irgendwie mein Bruder wird jetzt gerade Vater gleich. Ja. Hallo Mama. Na? Hast du schon irgendwas gehört? Nein. Gar nichts? Nein. Okay, alles klar, das war's auch eigentlich schon wieder. Ganz kurze Frage, denkst du, ich werde ein guter Onkel? Wieso hast du so lange überlegt? Ja. Gut, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag. Ja. Setzt euch ruhig gerne hin und all das, was ihr jetzt sagt, wird einfach nur gegen euch verwendet. Ist ja klar, ne? Okay, das ist gut. Super, perfekt. Wir haben die Folge durch, aber irgendwie ist es passiert, dass wir sie vielleicht nicht senden können, weil wir nur durcheinander gesprochen haben und die beiden Herrschaften der Meinung waren, hier irgendein Battle auszutragen, wer der coolere Noah ist. Das ist kein Battle, das ist gar kein Battle. Das war eine Feststellung. Geh doch jetzt nochmal bitte daneben und sag mal bitte, wer größer ist. Komm. Ich hab hier Air Force. Das machst du immer. Das macht er immer, um die 2 cm rauszuholen. Jedes Mal. Um bei 2 cm auf 1,80 rauszubekommen. Ja. Ich sag dir mal, die Jungs sind jetzt weg. Jetzt haben wir mal ganz kurz durch. Oh, die Kamera! Ich sag euch ganz ehrlich, ich will vielleicht den Moment mal ganz kurz nutzen, um vielleicht mal Danke zu sagen. Danke sagen zu können, dass ich all das hier machen kann, was wir gerade machen. Aber ich komme vielleicht ein bisschen später dazu. Ist vielleicht ein bisschen respektlos, auf Toilette darüber zu reden. Warte gleich! Es ist so verrückt, dass wir gerade einfach so heftig unseren Traum leben können. Und all das habe ich auch einfach mit euch zu verdanken. Jetzt natürlich hoffentlich den YouTube-Kanal abonnieren und mal jetzt 100.000 Follower dieses Jahr voll machen, weil ich habe das Ziel, dieses Jahr 100.000 Follower zu erreichen. Und das schaffe ich nur mit euch. Das ist doch ein Deal, den wir eingehen können fürs Leben. Marry me. Leute, was ein Tag in meinem Leben. Ich bin zu Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten will ich noch sagen, Leute, denkt immer dran. Wer sich liked, Joey Rant sieht, hat im Leben gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.